Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. VRS GT Sprintserie in Spa und heute am Start unser Tommy. Hi, Tommy. Ja. Hallo, Patrick. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, liebe Black Tree Race Crew Zuschauer. Ja, ich bin gerade in der Outlap in Spa, in einem ziemlich starken Feld gelandet. Ich werde höchstwahrscheinlich wieder hinterherfahren. Das macht doch nichts. Die anderen müssen auch erstmal ins Ziel kommen. Heute wieder mit einem wunderschönen Audi am Start. Im gewohnten Felbermeier-Design. Insgesamt stehen heute 29 Fahrer am Start. Wie immer in der VRS geht die Sprintserie ungefähr 40 Minuten Rennen. Das sind 18 Runden. Es gibt einen obligatorischen Boxenstopp, bei dem wie immer nur getankt wird und keine Reifen gewechselt. Das Setup ist festgelegt. Und die Stärke des Feldes beträgt 2210. War eine anspruchsvolle Berg- und Talbahn, ungefähr 6 Kilometer lang, mit einigen guten Überholmöglichkeiten. Ich muss mich erstmal hier bei RaceLab einloggen wieder. Aber natürlich auch einigen sehr gefährlichen Stellen. Ihr seht es im Einspieler, die Eau Rouge beispielsweise. Bei meinem Videoprogramm nehmen sie mir immer mehr Funktionen, um mich zu überzeugen, die neue Version zu kaufen. Oben eingeblendet, SOS Kinderdorf, eine Herzensangelegenheit für unser Team. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Ich muss jetzt noch schreiben, oben und unten Geld bezahlen. Tommy befindet sich gerade in der ersten Runde seiner Qualifikation, die wie immer zwar zwei Runden beträgt, aber da Spa hier so lang ist, reicht die Zeit bei Weitem nicht aus, um die zweite Runde zu Ende zu fahren. Bei dem recht hohen Rating heute von über 2000 bin ich mal gespannt, wie sich die Fahrer hier verhalten. Für mich persönlich ist Spa zu einer meiner absoluten Lieblingsstrecken geworden, was das Fahren betrifft. 18.6. Oi. 2.18.6.3.1. P14. Und ich denke mal, bei P14 wird es nicht bleiben. Das wird mit Sicherheit noch ein, zwei Plätze nach hinten gehen. Denn es sind noch einige Fahrer, die noch keine Zeit gefahren haben und auf der Strecke unterwegs sind. Heute auch am Start Stefan Kluge und Andreas Friedrich, die beide gemeinsam mit meinen Jungs im Brocknes Cup unterwegs sind. Ah, da geht noch was. An der Stelle mal einen ganz herzlichen Gruß. Da ist die Zeit abgelaufen. Da ist das Qualifying vorbei. Guck mal, ob ich noch was zu trinken finde. Weil, don't drink. Don't drive without a drink. Genau. An dieser Stelle mal noch einen ganz herzlichen Dank vom gesamten Team an unseren neuen Hauptsponsor, Offenbacher. Mehr Infos gibt es auf unserer Website. Die Qualifying-Resultate werden jetzt oben eingeblendet. Nicolas Renier auf Pole Position mit einer 2.16.3.9.4. Nicht schlecht. Tommy am Schluss auf P17. Das heißt, 12 Fahrer sind hinter ihm. Ich werde hoffentlich verdursten. Allerdings haben auch 9 Fahrer keine Zeit gesetzt. Nicolas Rangier auf P1. Parivat Chukan auf P2 und Jens Bauer auf P3. Andreas Friedrich, P4. Auto Nummer 1 hat sich nicht qualifiziert. 2, 3, 4, die ganzen Schnellen. Die ganzen Schnellen haben auf die Qualifikation verzichtet. Ich glaube, die wissen schon warum, ey. Ich denke mal, einige werden auch in ihrer Quali-Runde in Off-Track gesammelt haben, sodass die Quali dann nicht mehr gezählt hat. Pacecar macht sich auf die Reise. Ja, da guck mal hin, die ganzen 1, 3, 5, 8. Die werden dann alle gleich nach vorne drängen. Das wird reichlich Action geben, denke ich mal. Na gut. Schauen wir mal, was das gibt. Ist da nur ein Computerspiel, oder? Ja. Alles Gute. Alles klar, Patrick, vielen Dank. So, ein bisschen in den ersten Runden, ein bisschen Piano, so wenn ich mich hier konzentrieren muss, ey, ich habe jetzt schon wieder Angst.
falls ich irgendwas sage zu dir, was ist alles nicht so gemeint, auch wenn ich dich verfluche. Das wird auf die Goldwaage gelegt. Genau. Facecar ist abgebogen und es geht los. Und der Nikolas gibt sofort Stoff, geht in Führung. Alle anderen versuchen dahinter gleich Position gut zu machen. Ferrari dann neben mir. Breit gefächert geht's hier Richtung Lasurs, aber die Jungs scheinen sich hier zusammenzureißen. Sieht alles recht vernünftig aus. Versuchen sich alle hier einzufädeln. Tommy auch ganz alles gut sauber vom Start weggekommen. Liegt hier auf, immer noch auf P17. Hier vorne Guido Schuld, P5, erstmal Rouge durch. Andreas Friedrich ganz vorne mit dabei. Und hier kracht zum ersten Mal. Oh, 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 oh. Ganz blöde Stelle, das gibt mit Sicherheit eine Kettenreaktion. Zack, da hat es geschärbelt, da schärbelt es überall an jeder Ecke. Und wir haben mal richtig Glück gehabt. Haben zwar jetzt endlich die Plätze verloren, aber ist mir jetzt erstmal schon ein bisschen gefallen. Ich glaube, ich nirgendwo gegen gekracht. Ja, ja. Nach drei Kurven. Ist mir erstmal egal. Ein riesiges Trümmerfeld. Ja, kalte Reifen, Eau Rouge. Das erinnert mich irgendwie an das erste oder an das Majors-Rennen, wo wir da uns vorbereitet haben, wie blöd, und ich in der ersten Runde echt Orange das Auto total zersemmelt. So, Stiza gegen André Nogueira. Also zu zweit in den Orange, ich glaube. Das ist schon Stefan Bellof nicht gut bekommen. Ja. Kracht in die Mauer und fliegt zurück auf die Strecke. Oh. Holy look at all this damage! Hier kommt noch einer. Komm! Oskar Fernandez kracht voll rein, Massencrash. Nein, ist gut. Jonas Stirnholm Johansen, P20, Rouge, geht hier auch ab. Boah, boah. Nichts, ne? Bom, bom, ach du Scheiße. Nach drei Kurven liegt das halbe Feld zerfleddert in der Gegend. What Mann. The hell is even that? Marcel Kies. Boah, boah. Nichts, ne? Autsch. Boah, und da gibt's von hinten eine von. Boah, das sind einige. Das ist da, also. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Da haben sich ja schon mindestens 10 Fahrer hier jetzt um die Chance gebracht, ein gutes Ergebnis einzufahren. Wirklich schade. Zum Glück der Tommy von diesen Unfällen verschont geblieben und auch Andreas Friedrich und Stefan Kluge nochmal mit heiler Haut davon gekommen. Nach dem Rennen werden wir mal eine ausführliche Crash-Analyse von dem Unfall am Start machen. Wilde Kämpfe hier im Mittelfeld und die Spitzengruppe die erste Runde überstanden. Hier fahren die ersten an die Box, Tom White. Und es gab noch einen kleinen Zwischenfall. Wir haben hier Alessandro Burro und, wen haben wir? Wer denn? LB. So, was passiert hier? Zwei Ferraris. Oh Mann, ey, die sind sich aber ordentlich. Aber beide, oder? Beide. Ja, und da verlieren sie ordentlich Plätze. Der Dennis Strelnikov vor dir. Ja. Tommy auf P18, vor ihm Dennis Strelnikov. Und direkt hinter ihm Giovanni Lorenzo Gasella, schon eine halbe Sekunde ungefähr weg. Hier vorne Nicolas Renier vor Jens Bauer und Parivat Chukan. Der Hintermann, da kommt es aber ordentlich. Ordentlich ran. Guido Schuld kämpft hier mit Joseph Polo. Pascal Bobert im bunten Lambo hier im Bild und da hat es wieder gescherbelt. Oh, schalten wir gleich hin. So, nächster Incident, wen haben wir hier? Ach, das ist der Andreas Friedrich. Einer der Blue Shark. Mit dem Christoph Deleg. Boom, boom, die zwei kommen auch zusammen da. Ach, schade, da kann man nicht zu zweit reinfahren. Ah, er kann weiterfahren, ne? This is not right, this is not cool. This also is fucking will, bullshit. Mit Kotflügel gefahren. Oh, da hat es schon wieder gescherbelt. Das artet hier am Anfang aber ganz schön aus. Ich hoffe, dass sich das Rennen etwas beruhigt. So, nächster Incident. Dann haben wir hier Trivino, Oriol. Das ist der Alessandro Burro hier wieder mit dem. Er schmeißt die kaputte Kiste weg und Oriol sein Rennen dazu. Wie kann man denn mit dem Auto noch fahren? Er hat ja vor uns schon eins da drauf gekriegt und fährt weiter. Ordentlich Fehler gemacht hat der Kollege vorne. Stop it. Geh zum Herrn. Sehr spät gemacht. Hier Jose Polino weiterhin vor Guido Schuld. Stefan Kluge direkt im Anschluss dahinter. Und Gonny weit weg hinter dem Stefan Kluge 1,6 Sekunden. Christoph Deleg auf P7. Der recht einsam hier unterwegs ist, denn zu Brett Kallen hier auch 3 Sekunden Abstand. Dahinter Chad Nick und André Nogueira. Ist Licht geworden hier. Ganz dicht dran im roten Ferrari. Und Daniel Silva kann da jetzt aufholen. Pascal Bobert auch noch in unmittelbarer Nähe. Bus-Stop-Schikane.
wir haben jetzt die zweite Runde beendet und hier der Tommy 4 Sekunden hinter dem Leo, hinter ihm direkt Giovanni Lorenzo Garcella, Lukas Michael Pavlik und Marco Schwegler. Die Plätze 13 bis 16. Giovanni und Lukas kämpfen hier, Lasurs, und in der Boxengasse hat es einen kleinen Zwischenfall gegeben. Der Herr Strelnikov, ich habe nie gelesen, Strelnikov, nicht Strelnikov. Wie fährt es in der Box? Oh nein. Aufpassen. Und hinter dir, die bekämpfen sich hier. Der Lukas ist jetzt vorbeigegangen an den Giovanni. Lukas konnte jetzt am Giovanni vorbeigehen in der Orange. Marco Schwegler guckt sich das von hinten an und lauert. Tommy in leichten Sicherheitsabstand. Hier André Noguera immer noch in lauer Stellung. Den kommt. Das Ganze hat sich jetzt zu einer Vierergruppe zusammengeschoben. Pascal Bobert kommt da auch immer näher. Die Plätze 8 bis 12 heiß umkämpft. Was war das denn? Oh, und da hören wir es im Hintergrund. Tommy ausgerutscht. Malmedy steht da im Kies und versucht sich wieder rauszubühlen. Einige Plätze verloren und den Anschluss. Schade, schauen wir gleich mal hin. Nächster Inzident. Thomas Silbernagel. Ah, das ist kurz vor der Fahrbahn angekommen, wie es aussieht. Ne? Wenn du quasi nur so ein bisschen halb auf diesem Curb drauf bist, dann ist das Auto ein bisschen weggegangen. Ist, ne? Und hat sich so gar nicht mehr beruhigt. Ja, ich meine, gut, dann bin ich da noch vorne dann irgendwie auf dem Curb. Oh, Auto Nummer 2 vorne, dann werde ich wohl nicht... Platz habe ich verloren, 3 oder 4. Ist jetzt 17 noch. Von 13 auf 17 zurückgefallen, nur noch Michael J. Fuller im Reichweite, während hier vorne Nicolas Renier, Parivat Chukran und Jens Bauer um die Position kämpfen. Orange raus, mal schauen. Der Parivat ganz dicht dran, jetzt geht er in Stellung. Oh, hier könnte es einen Führungswechsel geben. Er saugt sich an, Geschwindigkeitsüberschuss geht an die Seite und er wird auch vorbeigehen. Und der Jens Bauer versucht ja auch noch gleich an dem Niklas vorbeizugehen, was er auch schafft hier. Wow, Wahnsinn, gleich 2 Plätze verloren, Nicolas Renier. Da kommt hier tolle Kämpfe im Führungsfeld und durch die Positionskämpfe hier der Jose Polo ein ganzes Stück näher gekommen und auch gute Schuttkante aufholen. Super Racing und alles fair und sauber, so wollen wir das sehen. Ich verstehe nicht, wie ich in der Orange 0,3 Sekunden verliere. Das verstehe ich einfach nicht. Was mache ich da falsch? Du hast einen alten Audi und der hat die alte Aerodynamik. Deshalb haben sie noch aussortiert und einen neuen Audi. André Noguera konnte hier die ganzen Jungs überholen. Einige sind durcheinander gekommen. Brett Kalt von vorne jetzt nach hinten zurückgereicht worden. Und selbst Pascal Bobert konnte da ein Stück vor. Tommy hier 1,5 Sekunden hinter als Michael J. Fuller. Und nach hinten zu Andreas Friedrich, der vorhin in den Kopf abgeräumt wurde, schon über 30 Sekunden Abstand. Andreas fährt auch tapfer weiter auf P18. Guck mal, der ist jetzt 1,9 Sekunden weg. Pascal Bobert jetzt auch an Daniel Silva vorbeigegangen. Tommy hier fährt einsam und verlassen hinter dem Michael J. Fuller hinterher, 1,9 Sekunden. Der ist ja auch enge Sekunden. 2,5, wie geht das? Was mache ich da falsch? Sag es mir. 0,5 Sekunden. Der alte Audi, denke ich mal, durch die BOP etwas benachteiligt. Dem fehlt hier Topspeed. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Dafür ist der Audi aber in den Kurven etwas agiler und er kommt ja auch immer wieder ein Stück näher an seinen Vordermann ran. Parivat Chukran im Ferrari, eine unglaubliche Pace, habe jetzt schon 1,5 Sekunden Abstand zu Jens Bauer, der hier seinen zweiten Platz behauptet vor Nicolas Renier. Das Trio ungefähr 2,5 Sekunden vor Jose Polo. Wir gehen jetzt gleich in Runde 6 und es hat wieder gekracht. Und da schalten wir auch direkt gleich mal hin. Nächster Inzident. Christoph Delec und au. Oh, auf dem Randstein Gas gegeben. Bom. Boah. Position 7 war das. Position 7. Der Lambo kaputt gegangen. Kann sich Lambo mit mir. Der kann weiterfahren. Ey, das wundert mich aber. André Noguera inzwischen auf P7, allerdings der Abstand nach vorne schon über 7 Sekunden. Dahinter hier dann Chad Dickpal, Pascal Bobert, Daniel Silva, Brett Kallen, Lukas Michael Pavlik, Giovanni Lorenzo Gusella, der inzwischen 3,5 Sekunden hinter dem Lukas zurückgefallen ist. Wir haben hier im Bild direkt hinter ihm Christoph Delec, der gerade den Unfall hatte, weit zurückgefallen. War ich eine andere Linie
Linie oder eine schlechte Linie? Ich hab keine Marco Schwegler auf P15 und Michael J. Fuller P16, Tommy der 17. André Noguera konnte sich jetzt ein kleines bisschen von der Gruppe hier rund um Chad Nick und Pascal Bobon absetzen. Was ist los, Teamchef? Woran liegt es? Alle alten Möhre. Und vielleicht am schlechten Setup. Also, das heißt, du schließt das Können des Fahrers aus. Der Wert rennt schon. Das kann man nach dem Rennen ausdiskutieren. Wenn ich dich jetzt beschuldige, dann wirst du ja noch langsamer. Was sagst du? Es passiert nicht viel. Oh, Position, also Platz 15 ist in der Box. Das steht hier auch noch bevor. Dafür geht's hier jetzt richtig rund. Ist der kaputt oder ist der... Ja, André Silva greift für den Pascal Bobert an, der hier weit gehen muss. Und auch Brett Kalt und Michael Pavlik sind da noch mit in der Verlosung. Jetzt gehen die hier zu dritt auf die Radion. Das erkennen, das ist der Markus Schweigler. Pascal, das ist uns Lothar und hat jetzt insgesamt 3 Plätze verloren. Oh, und auch vorne, der Chetnik kommt jetzt unter Druck von dem Daniel Silva. Und auch der Lukas ist hier an dem Brett Kalt vorbeigegangen, jetzt auf P10 schon nach vorne gefahren. Wow. Okay, der ist wieder aus der Box raus, 15 Sekunden hinter mir. Wahrscheinlich regulärer Stopp. Die obligatorischen Boxenstopps stehen ja auch noch an für alle. Und ich denke mal, da könnte es dann auch noch die ein oder andere Verschiebung geben. Zwischen Lukas und Daniel eine kleine Lücke. Sehen Sie, oh, und dann hier gibt es Rauchzeichen. Hier hat es wieder einen kleinen Vorfall gegeben. Sehen Sie, André Nuguera, der ist ja ganz langsam. Das schauen wir uns doch gleich mal näher an. Fällt jetzt hier auf Platz 9 zurück. Nächster Incident. André Nuguera. Zu schnell hier auf Pouron reingefahren. Wir müssen das Auto verloren und jetzt ein paar Plätze hinterher. I don't think it's funny. Und da haben wir jetzt insgesamt 4 Ferrari hintereinander. Den Daniel Silva, André Noguera, Lukas Michal-Pavlik und den Brett Kallen. Pascal Bobert fällt jetzt ein Stück weiter zurück, 1,7 Sekunden. Lukas, der macht jetzt auch richtig Druck hier auf den André. Der will unbedingt vorbei. Tolles Racing und alles sehr, sehr fair hier. Oh, das ist spannend, oder was? Ja. Der Lukas von P28 gestartet, liegt jetzt schon in den Top 10. 8, 9, 10, 11, 12. Und macht hier richtig Druck auf den André und wird jetzt hier auch wahrscheinlich Blanchiment vorbeigehen. Mal gucken. Anbremsen Richtung Bassstoppschikane. Hat er gerne mitgemacht. Da geht er nach außen. André macht innen dicht, aber jetzt hat er die Innenkurve. Oh, da haben sie sich kurz berührt. André muss weit gehen und Lukas ist vorbei und auch der Brett Kallen greift hier an. André bleibt innen, kann sich auch behaupten, hier Richtung Lasurs, wird wahrscheinlich jetzt hier als erster in die Kurve gehen, da sehen wir's. Und durch das ganze Gerangel hier, der Pascal Bobert ganz dicht dran gekommen. Oh, jetzt ist er 4 Sekunden weg. Tom verliert hier immer mehr an Boden. Er hat ein High-Rating von 2300. Inzwischen sind auch die ersten Boxenstopps losgegangen. Er fährt aber immer eine Sekunde schneller. Ja. Diese Sekunde macht er in der Eau Rouge. Hat er 4,7. Der war vor der Eau Rouge, war der auf 4,0 und jetzt ist er 4,7. Kein blassen Schimmer, was da passiert. Er musste mal dein Heckflügel flachstellen. Hier Angriff Pascal Bobert. An dem einen Klick wird es ja wohl nicht liegen da. Und da ist er auch vorbeigegangen. Brett Kallen inzwischen von P8 auf P12 zurückgefallen. Und auch Daniel Silva ist an Chad Nick vorbeigegangen, inzwischen P7. Jetzt wahrscheinlich auf 3 Klicks. Harry Machuka, der führt jetzt hier auf 3,5 Sekunden vor Jens Bauer, der sich jetzt absetzen konnte von Nicolas Regnier. Bis auf den Nicolas alle 2,16er Zeiten gefahren in der letzten Runde, war. Wow. Hinter dem Nicolas Joseph Polo. Von P7 gestartet auf dem Weg nach vorn hier im papayafarbenen Ferrari. Und der Guido Schuit auf P5. Guido Schuit muss langsam abreißen lassen hier im Audi. Stefan Kluge, P6. Stefan fährt ein einsames, aber sehr sauberes Rennen. Der ist auch schon mitgefahren im ein oder anderen Rennen. Wie gesagt, Stefan auch einer aus dem Prognis Cup. P7 haben wir Daniel Silva. Prognis Cup immer sonntags und montags. P8 Lukas
Michael Pavlik. Sonntags Porsche Cup Rennen, montags GT3. Zwei Läufe, Reverse Grid im zweiten Lauf. 7, 8, 9, 10. Hier ganz dicht. Tommy startet sowohl im Porsche Cup als auch montags im GT3 Rennen und er liegt dort sogar in Führung in der Amateurwertung. Wer da Interesse hat, es gibt eine deutsche Live-Übertragung auf Twitch. Der Schatz Dick ist in der Box. Die wirklich Weltklasse von Dani Rutemeier kommentiert wird. Dannys Twitch-Adresse oben eingeblendet, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und während hier André Noguera mit dem Pascal Mobert um P9 kämpft, die ersten schon an der Box gewesen, unter anderem Chad Dick. Also ich habe 2,55 drauf beim Anbremsen. Ende Orange. Kannst du ja mal gucken, was der Vordermann hat. Kannst du das sehen? Tommy hier auf P15. Inzwischen wird die Lücke nach vorne immer größer. Beträgt jetzt 4,5 Sekunden. Allerdings nur am Auto kann es nicht liegen. Guido Schuld liegt hier auf P5. Hinter mir scheint es interessant zu werden. Guido auch im Audi unterwegs, im wunderschönen René Rast Design. Chad Dick und wie heißt der? Marco Schweiger. Ja. Paribas Chukan baut hier seine Führung weiter aus, jetzt schon fast 4 Sekunden vor Jens Bauer. Paribas Chukan fährt 2:16.6. Ihr habt es gehört, er dreht hier eine Quali-Runde nach der anderen. Eine 2:16.6, das ist 0,4 Sekunden schneller als der Jens Bauer, den wir hier im Bild haben. Und hier direkt dahinter Nicolas Renier, der jetzt unter Druck von Jose Pollo gerät, der hier mächtig aufgeholt hat. Von P7 gestartet, kämpft er hier mittlerweile um eine Podestplatzierung. Hier haben wir Guido Schuid im Bild, im wunderschönen Audi. Dann haben wir hier Stefan Kluge. Die ganze Batterie ist jetzt in die Box gefahren. Die ganze Zeit ein einsames, aber Top-Rennen. Auf P7 haben wir hier Daniel Silva, dicht gefolgt von Lukas Michael Pavlik. Ein wunderschönes Ferrari-Duell mit ein wenig Sicherheitsabstand dann der Pascal Bobert. Und da greift der Lukas auch an, versucht hier vorbeizugehen. Alle kommen, aber der Daniel, der macht hier schön dicht, kann noch vorn bleiben. Bleib voll auf dem Pinsel stehen in der Rutsche. Der Lukas hier für mich eindeutig einer der Fahrer des Rennens, von P28 gestartet, kämpfte hier um den 7. Platz. Ein Drang nach vorn und eine wahnsinnig gute Pace drauf. Hut ab. Daniel Silva kämpft hier wie ein Löwe und verteidigt sich geschickt. Mal sehen, wie lange er das noch durchhält. Ein toller, spannender, fairer Zweikampf hier. Daniel letzte Runde 0,5 Sekunden langsamer gefahren. Oh, und hier scherbelt André Noguera. Oh, jetzt sind sich zwei in die Kiste gefahren. Vor mir oder hinter mir? Hinter dir, die sind gerade aus der Box gekommen. Und André verliert hier im roten Ferrari viele Positionen. Na gut, aber die waren sind ja vor mir. Die waren vor dir. Wow! Nein! Oh nein, da verliert der Tommy sein Auto. Puha. Ah. Komm schon. Da verliert der Tommy sehr viel Zeit und noch weiter an Boden. Schade, aber wir gucken uns jetzt erstmal den Unfall von vorhin an. So, nächster Incident. Dann haben wir hier wieder den André. Hier redet er mit seinem... Oh, hallo, meine Güte. Oha, die sind sich auch nicht einig mit der Kurve. Der André verliert viele Plätze. Ja, ja. Memang kurang ajar, ini bawa matalaya dulu sini. Can you speak English? Fuck you! Paribas Chukan, der Führende, zu seinem obligatorischen Boxenstopp an der Box. Und da kommen noch mehr, ist jetzt hinten. Damit übernimmt Nicolas Renier vorerst die Führung. Ja, 11 Sekunden verloren. Mann, ey. Und jetzt schauen wir uns den Zwischenfall vom Tommy nochmal genauer an, während wir hier den Stefan Kluge im Bild haben, der jetzt auf P2 liegt. Nächster Incident, mal wieder Thomas Silbernagel. So, was ist denn hier passiert? Ein bisschen sehr früh in Apex genommen. Oh, da ist er. Da sind wir auch so ein bisschen beim Anbremsen weggerutscht. Und dann hatte ich gedacht, ja komm, alles klar. Machst du die Lenkung auf, dann fängst du schon wieder ab und dann rutscht die Sau da komplett rum. Oh. Jose Pollo hat hier in der Box den Jens Bauer überholt und liegt somit virtuell auf dem 2. Platz. Wahnsinn, von P7 gestartet und hat hier auch Radion genug Vorsprung, um vor dem Jens Bauer zu bleiben. Zu Guido Schuld auf P7 mittlerweile über 7 Sekunden Abstand, den wir ganz hinten da im Bild sehen. Hier vorne der Giovanni im BMW war noch nicht an der Box, hält das Trio jetzt etwas auf, hinten der Tom White schon überrundet. Der rote Ferrari hier hinter dem Jens Bauer. Während der Tommy jetzt zu seinem obligatorischen Boxenstopp an die Box gefahren ist und gerade diese wieder verlässt. Auf P18 Andreas Friedrich, der Blueshark-Fahrer, der am Anfang so viel Pech hatte. Direkt vor ihm, muss aber noch an die Box.
Der Türseher, der hängt hier am Giovanni fest. Der Giovanni, der hält die beiden auf und jetzt versucht der Jens Bauer, sich seinen zweiten Platz zurückzuholen. Greift hier an. Jose versucht zu verteidigen hier, was ihm auch gelingt. Wahrscheinlich sieht so aus, ja. Jose positioniert sich geschickt hier. Jens muss nochmal zurückstecken. Giovanni kann sich allerdings nicht in Luft auflösen. Hier Anfahrt Bassstopp-Schikane. Schauen wir mal, ob das gut geht. Spannendes Rennen hier. Oh, da biegt er Giovanni ab und die beiden können jetzt frei miteinander kämpfen. Auch Stefan Kluge und Niklas Renier mittlerweile an die Box gefahren. Jens ist da ganz schön weit gegangen. Das gibt mindestens einen Off-Track. Das Feld geht jetzt in die 12. von 18 Runden. Nach dem anfänglichen Supercrash hat sich hier ein schönes Rennen entwickelt. Leider hat sich der Tommy hier selber rausgenommen. Chad Dick hier im Bild auf P13. Vor ihm der Pascal Bobert und direkt dahinter Christophe Deleg. Drei Lambos hier und hier Niklas Renier auf P2 wieder aus der Box gekommen. Da ist die Strategie voll aufgegangen und das längere Draußenbleiben hat sich gelohnt. Hier Parivat Chukan im Ferrari, mittlerweile 5 Sekunden Vorsprung. Hier das wunderschöne Lamborghini-Trio. Dahinter Oriol Trivino im leicht ledierten AMG, schon runden Rückstand. Wird an einigen Ecken noch gekämpft. Bitte? Hier wird an vielen Ecken noch gekämpft. Aber du bist hier der Einzige mit dem Audi, das gibt mir zu denken. Wie ihr wisst, ist der Top nicht der Einzige, der hier im Audi unterwegs ist. Auch der gute Schuld, im ganze Zeit in den Top 5, ist im Audi unterwegs. Jetzt hier Radion, die Lambo-Fraktion ganz dicht beisammen. Chad Dick versucht anzugreifen. Pascal Bobert macht innen zu. Aber hier alles fair und sauber dieses Mal. Und Christophe Deleg guckt sich das aus der Logenposition an und wartet nur auf den Fehler der beiden anderen. Hier könnte es noch die ein oder andere Verschiebung geben. Tommy hier, P18. Wo habe ich denn gecuttet? Ich habe doch nicht gecuttet. 14 Sekunden hinter Andreas Friedrich. Der Brussels-Abschnitt hier Richtung Pouhon. Der Kampf geht weiter. Ein wunderschöner Dreikampf zwischen den drei Lambos hier. Oh, Pouhon und der Pascal Bobert hier viel zu schnell in die Kurve rein, verliert sein Fahrzeug und bleibt da mitten auf der Strecke stehen. Die ganzen Gegner kommen hier vorbei. Da sehen wir auch den Andreas Friedrich. Pascal auf P17 zurückgefallen. Und der Tommy kommt auch immer näher. Das war im Incident in Turn 11. Bisher so ein tolles Rennen gehabt und ein kleiner Fahrfehler kostet so viel Zeit, das werden wir uns gleich mal anschauen. Pascal Borbert, Auto Nummer 3. Oh hier, oh Pascal Borbert, verliert das Auto, kann aber einen Einschlag noch verhindern. Aber Glück gehabt. 3 Sekunden. Auto Nummer 3, oh das dauert. Eieieiei. Ich hatte erstmal die falsche Richtung. Damn, boy! Damit die beiden Lambos hier einen Platz nach vorne gerückt und der Tommy jetzt dicht dran an dem Gegner. Mal gucken, ob er da noch hinkommt. Wir haben immer noch 5,5 Runden auf der Uhr stehen. Pascal, der fährt ganz normal. Ungefähr 2 Sekunden Abstand nach vorne zum Pascal. Mal schauen. Scheint aber nicht so schwer beschädigt zu sein. Keine Beschädigung zu erkennen. Andreas Friedrich fährt jetzt hier an die Box und macht seinen obligatorischen Boxenstopp. Damit dürfte Tommy wieder auf P17 nach vorne rücken und Pascal fährt hier plötzlich auf die Seite. Okay, der hält irgendwie an. Ist das Rennen vorbei? Das Rennen dauert noch etwas. 28 Minuten. Aber ich glaube, die Beschädigungen waren zu groß und der Pascal hat aufgegeben. Wirklich schade. Vielleicht hat er auch eine Strafe gehabt. Damit Tommy auf P16 nach vorne gerückt und Andreas kommt gerade aus der Box. Er ist gar nicht so weit weg. Ich denke mal, vielleicht könnte das noch einen spannenden Kampf geben. Nach vorne zu André Nogueira und Michael J. Fuller, jetzt schon 16 Sekunden Abstand. Hier Christophe Deleg kämpft weiterhin mit Chad Dick um P12. Andreas Friedrich jetzt hinter mir auf Position 16. Ich glaube, ich habe 2 Plätze gut gemacht hier. Und 15 wieder vor mir. Andreas hier im BMW im wunderschönen Blue Shark Design. Nur noch 7,5 Sekunden hinterm Tommy und ihr seht, wie der Vorsprung vom Tommy schmilzt. Der Abstand nach vorne zu André Nogueira, den wir hier im Bild haben, bleibt bei 17,7 Sekunden. André auch weit zurückgefallen durch seine Un- und Zwischenfälle. Parivat Chukan hier weiterhin souverän in Führung. 5,9 Sekunden vor Nicolas Renier. Jose Polo dahinter und Jens Bauer auf P4. Guido Schuit vervollständigt die Top 5 und dahinter dann der Stefan Kluge. Hier haben wir mal den zweitplatzierten Nicolas Renier im Bild. Direkt hinter ihm hier Jose Polo. Jose ein super Rennen gefahren, hat sich sauber nach vorne gekämpft und ist ja auf Podestkurs. Hier Jens Bauer lag lange auf P2.
Und hier haben wir den Guido Schuld, fährt jetzt ein einsames Rennen nach vorne und hinten, jeweils 4 Sekunden Abstand ungefähr. Und er zeigt hier eindrücklich im Audi, was möglich gewesen wäre für den Tommy. Hier haben wir den Stefan Kluge mal im Bild, heute selten zu sehen, aber eine top saubere Fahrt. Hier Marco Schweigler inzwischen auf P7 nach vorne gefahren, hat den Lukas auf P8 verdrängt. Die Position könnte sich der Lukas aber jetzt in Radion wieder zurückholen. P9 dann, Daniel Silva schon mit Sicherheitsabstand 3,5 Sekunden. Hier Brett Kallen auf P10 und der Lukas geht jetzt vorbei am Marco Schweigler. Der kommt aus dem Windschatten raus, das war ein sauberes Überholmanöver. Der Lukas heute ein super Rennen, auf P7 gelandet mittlerweile. Wie ihr wisst, von P28 gestartet, mein Respekt. Brett Kallen hier im schwarzen Ferrari auf P10 und hinter ihm Giovanni Lorenza Guastella. Dann haben wir den Chad Dick auf P12 und auf P13 direkt hinter ihm Christoph Deleg. André Nogueira inzwischen an Michael J. Fuller vorbeigegangen, hat wieder einen Platz gut gemacht, liegt jetzt auf P14. Wir fahren hier mal ein Stück mit Michael J. Fuller. Fährt ein sauberes und unauffälliges Rennen, hat aber leider nicht die Pace, um ganz vorne mitzumischen heute. Tommy liegt inzwischen über 18 Sekunden zurück, da passiert nichts mehr. Und während Parivat Chukan hier seine Führung souverän verteidigt, hat es im Hinterfeld einen kleinen Zwischenfall gegeben, den schauen wir uns mal schnell an. So, dann haben wir hier Markus Schweigler. Ah, blöde Stelle. Hat sein Rennauto auf dem Körper verloren. Ah. Oh, das war ein heftiger Einschlag. Auto Nummer 7. Naja, jetzt nicht mehr. In die Box gebeamt. Oh, und hier wird es nochmal spannend. Der Jose Polo hat jetzt auf den Zweitplatzierten den Nicolas Renier aufgeholt. Der hat eine bessere Pace. Ist 3 Zehntel schneller gefahren. Tommy hier P15. Und der Vorsprung auf den Andreas Friedrich, der schmilzt bedenklich. Es sind nur noch 3 Runden zu fahren. Jetzt müssen die Pluspunkte. Am Horizont sehen wir den Andreas schon. Er dürfte jetzt auch formatfüllend im Tommy seinem Rückspiegel auftreten hier. Nicolas Renier kann sich vor Jose Polo noch behaupten. Mal schauen, ob er das bis zum Ende durchhält. Hier wird bis zum Schluss um die Podestplätze gekämpft. Was für ein tolles Rennen. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall. Da schauen wir mal gleich hin. Oh, dieser Andreas Friedrich kommt auch immer näher. Der ist nur noch 5 Sekunden hinten. Okay, was ist denn da passiert? Nächster Inzident, Ryosuke DK, Busstopp-Schikane. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben und rups, geht das Auto rum. Runde 16 und der Kampf geht weiter. Nicolas fährt hier zickzack, damit der Jose sich nicht in den Windschatten hängen kann. Der saugt sich aber an, ist aber, denke ich mal, ein Stück zu weit weg hier. Ein toller Kampf. Le Combe und Niklas kann sich hier behaupten. BMW gegen Ferrari. Super Duell. Guido Schuld hier im Audi weiterhin auf P5. 17,9. Stefan Kluge, P6, P7, Lukas Michael Pavlik, dann haben wir auf P8 den Daniel Silva, auf P9 Brett Cullen und die Top 10 vervollständigt Giovanni Lorenzo Guastella. Die Positionen scheinen hier alle bezogen, nur der Kampf um P2 tobt noch. Obwohl hier Chad Dick im Lambo ganz dicht dran am Giovanni. Michael J. Fuller und André Nogueira kämpfen ja auch noch. Der Michael, der hat jetzt den André wieder überholt, sehen wir hier. Tommy hier auf P15. Wir befinden uns in der 16. Runde und der Andreas Friedrich, der holt immer mehr auf. Durchhalten. Ein bisschen mehr als 3,5 Sekunden hinterm Tommy und jetzt heißt es auch und zu und durch. Hier Nicolas Renier kann sich immer noch vor Jose Polo behaupten, der von hinten wie verrückt drückt. Mal gucken. Wir befinden uns in der Endphase des Rennens und es dürfte jetzt in die vorletzte Runde gehen. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall. Schauen wir uns gleich mal an. Oriol hat kurz einen Ausflug. Spät gebremst, ne? Ein bisschen auch an die aufs Gras gekommen beim Bremsen. Another one. Cool. Another one. What? Another one. Giovanni hier im BMW kann sich vor Chad Dick behaupten. Dahinter Christoph Deleg. Jetzt schon erheblicher Abstand, ungefähr 2,5 Sekunden. Ich habe noch Runden für Sprit für 2,8 Runden. Und da kommt der Angriff auf P2. Jose Polo geht hier sauber innen durch. Nicolas hat da auch fair mitgespielt, konnte dem Druck nicht mehr standhalten. Neuer Zweitplatzierter Jose Polo im Baja Ferrari. Der Abstand nach vorne zu Parivat Chukran schon 6,5 Sekunden. Aber auch der Abstand von Niklas nach hinten beruhigend.
hier Giovanni Quasella im Bild im Kampf mit Chad Dick um die letzte Top 10 Platzierung. Tommy P15 und ihr seht es hier, Andreas Friedrich unter 3 Sekunden Abstand, kommt immer mehr vom Mattfeld ins Bild, noch 2 Runden. Jetzt mal danach noch eine Runde und dann... Andreas fährt ungefähr eine Sekunde schneller pro Runde wie der Tommy. Das müsste der Tommy heimbringen. Hier Paribas Chukan auf seiner Triumphfahrt. 2,4 Runden noch. Ein tolles Rennen hat hier. Ich habe jetzt die Spritwarnung gekriegt. 5,5 Sekunden Vorsprung vor Jose Polo. Und da dürfte jetzt die weiße Flagge rauskommen. Weiße Fahne. Letzte Runde. Ja, klappt noch. Und Jose Polo auf P2 brennt hier nochmal eine Zeit in den Asphalt. Eine 2:16:2. Wahnsinn, die schnellste Runde des Rennens. Wir sehen hier den Giovanni, der jetzt hinter Chad Dick wieder zurückgefallen ist. Und auch der Christoph Delik im Hintergrund lauert noch. Damit Chad Dick der Letzte in den Top 10. Giovanni auf P11 und der Christoph P12. Die Lady hat sich schon in Stellung gebracht zum Sieg. Okay. Hier André Nogueira auf P13 hat den Michael J. Fuller jetzt wieder überholt. Das Duell geht hier hin und her. Die beiden Ferrari, der Tommy P15. 2 Sekunden ungefähr noch auf den Andreas. 17,7. Andreas wird hier immer größer im Rückspiegel und geht jetzt auch in seine letzte Runde. Schade, dass er am Anfang so Pech hatte. André, der ist eine halbe Sekunde schneller gefahren wie du. Ja, bei einer halben Sekunde, da dürfte er das nicht mehr schaffen. Ich glaube, Tom bringt das nach Hause. Andreas. Das geht sich für den nicht mehr aus. Ein super spannendes Rennen bis zum Schluss. Schade, dass sich direkt am Anfang in diesem großen Unfallausgang so Rouge die Hälfte aus dem Rennen genommen hat. Paribas Chukan, der Vierte, 4 Sekunden vor Jose Polo. Paribas hat hier ein Mega-Rennen gezeigt, gut ab, aber auch Jose Polo, Wahnsinn. Und dahinter der Niklas Renier. Aber auch für unseren ehemaligen Pulse, der Niklas Renier, ein hervorragendes Rennen. Jens Bauer auf P4. Jens am Anfang ganz vorne dabei, konnte am Schluss die Pace nicht ganz mitgehen, trotzdem super. Und Guido Schön auf P5. Auch Guido Top, der letzte Top 5 Platz. Der wunderschöne René Rast Design. Unauffällig mit einer tollen Pace. Super Rennen. Stefan Kluge, P6. Das gleiche gilt auch für den Stefan. Ist er nicht aus der Majors, der Stefan Kluge? Wie bitte? Ist er nicht aus der Majors? Nein, das ist der Brent Kluge. Wie vorhin schon mal gesagt, Stefan Kluge ist ein Konkurrent von Thomas aus dem Prognis Cup. Da ist der Sieger im Ziel und die zweite Drittplatzierten. Einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Paribas Chukan auf P2, Jose Polo und auf P3, Nicolas Renier. P4 haben wir den Jens Bauer und Guido Schuld vervollständigt die Top 5. Tommy auf den letzten paar Metern kann sich vor Andreas halten. Tommy die letzten Meter. Stefan Kluge hat P6 sichergestellt, auch eine super Fahrt hingelegt heute. Herzlichen Glückwunsch und hier die letzten paar Meter. Giovanni, Chad Dick und den Christoph. Chad Dick konnte sich vorne behaupten und den letzten Top 10 Platz sicherstellen. Die Plätze 10, 11 und 12 zu André Nogueira. Schon 3,5 Sekunden Abstand, den da hinten kommt. Zusammen mit dem Michael J. Fuller haben sich beide in den letzten Runden auch ein super Duell geliefert. Und hier Tommy kann seinen Vorsprung vor dem Andreas behaupten. Busstopp, die letzten paar Meter für beide. Am Schluss doch noch ein schönes Rennen geliefert und in Pluspunkten angekommen, auch wenn es nur 3 sind. Und da kommt auch der Andreas ins Ziel, tapfer durchgefahren. Schade, hätte sicher um die Top 5 mitkämpfen können. Ja, immerhin 15. Ja, da waren 20 Sekunden habe ich verloren, ne? Ungefähr. Die Ergebnisliste oben eingeblendet. Durch mein Unvermögen. Tommy stand sich heute leider selber im Weg. 20 Sekunden habe ich verloren. Wer ist denn da hinter mir? Andreas Friedrich. Ach, ein Blue Shark Racer. Das merkst du aber zeitig. Blue Shark Fahrer. Andreas. Andreas Friedrich, ja. Friedrich, genau. Genau, ja. Ich würde sagen... Wir schauen uns jetzt nochmal den Unfall vom Anfang an, um das nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Das war ja ein mega Massencrash. Xavier Gorostica. Gorostica gegen André Nogueira. Also zu zweit in der Rouge, ich glaube... Das ist schon Stefan Bellof nicht gut bekommen. Ja. Gott hab ihn selig. Leider. So, und ja, also... Das ist aber auch ein sehr ghostiger Kontakt da. Da ist noch
ordentlich Platz. Ja. Xavier. Bom. Und dann, gucken, was passiert. Eingeschlagen. Ja, eingeschlagen. Der nächste. Jetzt rollt er direkt auf die Strecke. Hier kommt noch einer. Hier, wer ist das? Der Marcel Kies. Ach komm schon, was ist denn hier mit dem? Marcel Kies mit dem Turbo-Einhorn da an der Seite. Schlägt auch ein. Ja. Boah, da hinten scheppert's aber auch wieder. Boah, hier viel, viel. Boah, das sind einige. Das ist doch also Götz. Maximilian Götz hier. Ey, Oscar Fernandes heißt der. Ah. Hat sich rausgebeamt. Gucken, wer steht denn hier noch? Der Maxi Götz hat sich unter dem Namen Oscar Fernandes eingeschrieben. Meinst du? Hier ist der Xavier. Da vorne, den haben wir hier. Das ist der Marcel Kies, der steht hier. Marcel Kies. Boah, sind die ganzen Kies nichts, ne? Autsch. Boah, und da gibt's von hinten eine von Robert J. Moore. Dieses Rennen wird wahrscheinlich damit auch beendet sein. Ja. Das Auto Nummer 1, guck mal, das ist der Chip-Leader, hätte ich jetzt gesagt. Der ist wahrscheinlich aus der Box gestartet. Ja. Er hat ja nicht gesehen wahrscheinlich, wegen der Qualmerei. Boah. Naja, wo willst du hin? Da ist die Entscheidung zu spät. Guck mal aus dem seiner Kopf. Der ist ja hier schon, quasi Dings gefahren. Guck mal, der kommt hier hoch und jeder eingequalmt. Ja. Lass mal eben mal hier in Originalzeit. Hat aber von Daytona den Streckenplan in seinem Auto hängt. Abgeflogen sein. Meinst du, der hat gedacht, er fährt in Daytona? Er hat den falschen Streckenplan gehabt und ist abgeflogen deswegen. Ja, der hat sich gesagt, oh, scheiße, wo ist hier die Steilkurve? Ja. So, also jetzt, also normalerweise als Auto Nummer 1 Fahrer hier, ne, muss man doch wissen, der ist gelbe Fahne die ganze Zeit geschwenkt worden. Da fliegt's. Und das war die Entscheidung, die falsche. Autsch. Er hätte während dem hinterhergefahren, wäre nichts passiert. Hätte Fahrradkette. Das sieht aber jetzt mehr so aus wie Krankenhausbesuch. Also wäre hinter dem geblieben. Ja. Eieiei. Der Robot. Boah, Mann, da hat er auch meine gekriegt. Er hat dann aber böse aufgearbeitet. Und dann kriegt er gleich noch einer. Von hinten. Ja. Ja, das wird im Einhorn nicht schmecken, ne? Der Marcel Kies. Ja, da sind schon echt einige. Das erste Runde, ne? Das ist so traurig so, dass man da nicht sagen kann. Ja, komm, erste Runde kannst du nicht sagen. Erst zwei Kurven. Ja. Ich kenne da einen, der ist in Spa schon mal vor der Startlinie hat er schon mal seine Gegner abgeräumt. Meinst du mit dem RSR oder was? Nee, da kenne ich ihn. Weil zum Nachtrennen hat er da seine Gegner noch, bevor die grüne Flagge gefallen ist, in der Bassschirmschikane weggeräumt. Ja, das. Ja, passiert halt. Ah ja, war doch ganz okay. Selbst verschuldet deine Ausritte. Naja. Kannst du niemanden dafür verantwortlich machen. Naja, ich würde sagen, wir verabschieden uns mal von unseren Zuschauern. Alles klar, vielen Dank fürs Zugucken. Das erste Rennen im neuen Jahr, was ich gemacht habe, Tobi. Ist dir das bewusst? Ja, tatsächlich. Ich bin mal sehr gespannt, was du daraus bastelst. Würde mal gucken, ob ich. Ich habe immer ein paar Tricks in der Tasche irgendwo. Ein paar neue Gadgets, ein paar lustige Sachen. Kannst du das nicht irgendwie so drehen, dass ich das gewonnen habe, das Rennen einfach? Das ist wie beim Gin, der kann dir auch ihr ewiges Leben verleihen und sowas. Ja, tatsächlich. Ja. Okidoki, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Fahren. War wieder sehr spannend bis zum Schluss. Und
dann kann ich nur noch sagen, bye bye, ciao. Ciao, ciao. So. Oh, poop. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.